Kommt schon, Leute, beeilt euch. Wir müssen zu Mike. Na los. Hey. Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke! Es muss noch einen anderen Weg geben. Halt! Hey! Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Hallo? Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Das sind wir auch.
Wow, toll. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Ich habe es voll drauf. Verdammt, bleibt da draußen! Lebendig zum Beispiel? Ja, lebendig ist gut. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Hm.
Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Volks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Nein. Nein. Okay, ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Nein. Du bist nicht real. Nein, allein da unten. Oh, nein, nein. Nein, 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 nicht nochmal. Benjamin, jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich will nicht, dass ich sterbe. Ich schwör's. Ich schwöre, ich habe euch gesucht. Befehle mehr an. Nein. Ist das, was du willst? Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du unseren Tod? Tot. Wie hässlich das Ding wirklich ist. Ja. Und mir ist was Schräges aufgefallen. Was? Der Wendigo hatte eine Narbe. Ja? Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Rüstig für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere?
Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Beim Versteck. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Ich habe plötzlich so ein schreckliches Gefühl. Dito. Da will ich wirklich nicht reingehen. Es gibt keinen anderen Weg. Mike, ist das das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Wurde sie hier beerdigt? Und dann ausgegraben? Gehen wir weiter. Gut, ich gehe rein. Nein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Ich friere so, ich spüre meine Finger nicht. Ich weiß. Beweg dich. Keiner steht auf Frostbeulen. Auch wenn deine echt. Vergiss es. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte. Also dass hier keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie? Toll. Danke. Oh shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Mir leid, Beth. Ich habe keine Wahl. Nur so kann ich noch überleben hier unten. Wenn das jemand findet, es tut mir leid. Ich musste. Es ging nicht anders. Was heißt das? Scheiße. Oh Gott, das ergibt Sinn. Ich glaube, Hannah grub Beth aus. Das war Hannah. Nein. Michael. Das kann nicht sein. Michael, es muss so sein. Nur so ergibt alles einen Sinn. Beth starb durch den Sturz. Na und? Was heißt das? Na, Hannah muss sie beerdigt haben. Verdammt. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit! Sie muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck! Wir müssen zu Josh.
Sofort! Es wird noch tiefer. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Ich nehme keine Befehle mehr an. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Hey, Josh. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Kumpel. Jetzt nicht mehr. Ihr befehlt mir nichts mehr. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch.